Damen und Herren, willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Letzte Woche ist etwas passiert, das Sie nicht übersehen konnten. Der Brexit. Und die Aktienmärkte sind verrückt geworden. Das auf jeden Fall machen uns die Nachrichten glauben. Es ist auch so, dass die Banken das nicht verpasst haben. Und ich habe schon am Freitagmorgen Werbung von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, in meiner Inbox gehabt. Und sie haben gesagt, cool Dude, wir haben das alles schon vorausgesehen, wir haben alles unter Kontrolle, wir sind total vorbereitet, wir haben sogar ein Produkt für dich. Und das hat BlackRock mir angeboten. Cash Equivalents haben sie das genannt, kurzlaufende Obligationen mit einer Verzinsung von 1%. Und dann haben sie noch empfohlen, in die wenig volatilen Aktien zu investieren. Sie haben einen Low Volatility Index oder ETF angeboten in diesem E-Mail. Macht das Sinn? Das macht, meine Damen und Herren, überhaupt keinen Sinn, denn das zu kaufen, was gerade jeder kaufen will, ist immer das Teuerste. Sie müssen das kaufen, was die Leute nicht wollen. Sie dürfen der Werbung der Banken nicht auf den Leim gehen, weil dann machen sie genau das, was die Herde tut, und sie verlieren. Ganz einfach. Ich mache etwas ganz anderes. Ich habe mal angeschaut, was ist denn überhaupt passiert in England, und ich habe feststellen dürfen, das hat übrigens Charlotte Schackmart von der NZZ am Sonntag genau richtig vorhergesagt oder auch bestätigt. Ich habe festgestellt, dass die Aktienkurse in England sich so ein bisschen hin und her bewegt haben. Dann, als alle gedacht haben, England bleibt drin, haben sich die Aktienpreise erhöht. Und dann, als man herausgefunden hat, oh nein, sie sind runtergefallen, man fällt raus aus der EU, dann war plötzlich alles ganz schlecht. Inzwischen hat sich das aber schon wieder erholt. Frau Schackmar hat geschrieben, wir sind bereits wieder im Plus 2%. Ich habe es nicht geprüft, aber was wichtig ist, ist etwas anderes. Was Sie hören in der Zeitung, ist nur immer das. Denn das ist langweilig. Das ist nicht interessant, das sind keine News. Ich habe deshalb nachgeschaut, wie geht es denn meinem eigenen Portfolio? Und das sehen Sie hier, mein eigenes Portfolio vor Ihnen. Und was ich feststellen musste, ist, wir haben ja 100.000 Franken zum Investieren in den letzten Monaten. Wir haben tatsächlich etwas verloren. Das geht auch gar nicht anders. Wenn die Aktienmärkte fallen, können Sie kein Geld verdienen. Das ist so. Wir haben 2% etwa verloren. Es ist jetzt 97.800 Franken auf dem Konto. Etwa 200 Franken habe ich wohl ausgegeben für Gebühren. Also habe ich 2% auf die 100.000 Franken verloren. Das ist gar nicht so schlecht, denn zur gleichen Zeit ist der Eurostox 50 in Schweizer Franken um fast 4% gefallen. Also wir sind gar nicht so schlecht. Das ist nicht, weil ich besonders intelligent bin, sondern das ist, weil wir ein ganz einfaches Prinzip anwenden, das auch Sie anwenden können und dann weniger Verluste machen, wenn es runtergeht. Und das Prinzip heißt, langsam rein, langsam raus, so sieht sicheres Investieren aus. Ja, meine Damen und Herren, das ist alles. Sie müssen langsam reingehen. Wenn die Aktienkurse fallen, heißt das, Sie haben noch Geld übrig, um zu günstigen Preisen zu kaufen. Und genau das habe ich gemacht. Das habe ich heute gemacht, Sie sehen es vor sich, ich habe gesagt, jetzt mache ich etwas ganz anderes, habe den Filter angeschaut heute und gesagt, ich kaufe jetzt UK-Aktien. Denn wenn niemand in die UK gehen möchte, dann kaufe ich das. Ich habe die größten herausgefiltert und die günstigste nach dem Combined Ranking, die beste geratete Aktie war British Telecom. Habe ich jetzt gedacht, das ist vielleicht noch ein bisschen, wie soll ich sagen, angsthasenmäßig, denn denen wird es sicher nicht schlecht gehen. Das sieht man ja auch bei anderen Telekom-Unternehmen. Ich habe Sainsbury gekauft. Sainsbury, eine Warenhandelskette, die sicher alle jetzt denken, wird eine ganz schlimme Zukunft vor sich haben. Kann durchaus sein, aber weil das alle denken, ist es ja schon im Aktienpreis drin. Also habe ich Sainsbury gekauft. Vor allem auch deshalb, um zu schauen, wie sich diese Aktie nun entwickelt. Ich bin jetzt gespannt, ob ich da wirklich etwas Dummes gemacht habe. Interessiert mich echt. Sie sehen das hier noch auf meinem Portfolio. Sainsbury habe ich gekauft oder respektive den Order eingegeben, der ist noch nicht ausgeführt, weil es ist heute noch früh am Morgen. Ich hoffe, ich habe Ihnen etwas geholfen zu verstehen, dass diese Schwankungen, die man immer wieder sieht in der Börse, viel mehr mit News zu tun haben als mit effektiven Problemen und dass Sie sich wohler fühlen, auch selber Ihre Aktienanlagen zu tätigen. Vielen Dank und bis bald.